Und dann sind wir schon Ermittlungsstand in Ihrer Sache. Sagen Sie ganz kurz nochmal drei Worte zu Ihrer Sache. Zu meiner Sache, ja. Also wie der Tim Neumann schon ausgeführt hat, wurde ich in den letzten zwei Jahren viermal Ziel von Farbanschlägen aus der Neonazi-Szene. Es war also nicht nur am Haus, sondern auch in der Umgebung um mein Haus rum. So zum Beispiel an einem sogenannten Trafo-Häusle, also Transformatoren. Das ist schon mehr Haus, das ist ziemlich hoch. Da wurden auch regelmäßig Drohparolen geschrieben, und zwar sehr eindeutig, also mit Namen. Also was konkret stand da? Denzinger versenken, Denzinger mundtot machen, Denzinger jagen. In Verbindung mit der Wolfsange, das ist ein faschistisches Zeichen aus der NS-Zeit. Das steht für die Vernichtung des politischen Gegners. Auch Hakenkreuze. Parallel dazu muss man wissen, dass es seit vielen Jahren auf Demonstrationen, bei denen ich im Einsatz bin, um zu berichten, zu verbalen Übergriffen kommt und Bedrohungen, teilweise unter den Augen und Ohren der Polizei. In der Regel sagen die Polizisten dann, sie hätten nichts gehört, obwohl es gar nicht sein kann, weil sie unmittelbar daneben standen. Wenn ich sie dann mehr oder weniger genötigt habe, eine Anzeige aufzunehmen, denn in der Regel wollen sie das nicht mal machen. Sie schicken einen dann eigentlich weg und sagen, man soll auf irgendein Polizeirevier und die Anzeige tätigen. Wenn es aber dann doch aufgenommen wird und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dass es bei der Staatsanwaltschaft landet, dann stellt spätestens die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, und zwar mit der Begründung, es würde kein öffentliches Interesse bestehen. Wie sie auf die Idee kommen, dass kein öffentliches Interesse besteht, das kann ich nur mutmaßen. Letztendlich ist es klar, dass ich Pressevertreter bin. Das wird natürlich auch immer in der Anzeige erwähnt. Und dass es da kein öffentliches Interesse gibt, erscheint mir ziemlich unlogisch. Denn letztendlich ist das ein Grundrecht, das im Grundgesetz verankert ist. Also von kein öffentliches Interesse kann eigentlich gar keine Rede sein. Das haben die gesagt oder haben sie das schriftlich geschrieben? Irgendwie? Haben sie schriftlich? Ja, natürlich. Einstellungsverfügung. Von der Staatsanwaltschaft? Ja. Der Stand der Ermittlungen ist eigentlich der, was in der Waiblinger Kreiszeitung schon stand, nämlich dass es keine Ansätze geben soll angeblich. Und wichtig ist da zu wissen, dass ich bis vor wenigen Tagen in der Sache nicht vernommen wurde. Das heißt, erst auf öffentlichen Druck durch die Waiblinger Kreiszeitung, die das thematisiert hat, hat sich dann der Staatsschutz doch anders besonnen, und zwar innerhalb von wenigen Stunden anders besonnen, hat mir per E-Mail dann geschrieben, dass sie um einen Gesprächstermin bitten, dass ich einen Termin abstimmen soll. Ich habe da aufgrund dieser Mail angerufen und er wollte es dann ziemlich schnell haben, möglichst gleich am nächsten Tag, dass wir da eine Vernehmung ansetzen. Da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht, da ich mich entsprechend vorbereiten will. Und dass ich mich jetzt schon wundere, dass es jetzt plötzlich schnell geht. Es hat also tatsächlich nach meiner Anzeige per E-Mail 9 Wochen gedauert,
wie es man mir zugehört hat, obwohl ich mehrfach betont habe, dass ich Hintergrundinfos habe, die ich zum Protokoll bringen will. Es hat allerdings nie zum Erfolg geführt. Da geht es um einen konkreten Fall oder um diesen Ermittlungen? In diesen Ermittlungen habe ich mehrfach daran erinnert, dass ich noch nicht vernommen habe. Ja, Ermittlungen, da geht es um einen konkreten Fall oder um diese vier? Um die Morddrohung. Die Frage war ja vom Herrn Schwarz in Sachen Morddrohung. Also man schrieb mir mit im Betreff stehend, die Denzinger und Mischproke töten. Und teilte mir mit, dass man meine Familie der Ausrottung anheimstelle, wegen feindlicher Agitation gegen das deutsche Volk. Man hätte mich zum Tod verurteilt, zum Tod durch Verbrennen. Auf meine Familie und Freunde sei keine Rücksicht zu nehmen. Das ist jetzt die stark gekürzte Version. War wohl Ende April. Da ist dann 9 Wochen lang nichts passiert. Bis die Kollegen da bitte haben. Dann ging es ganz schnell. Wobei der Herr Rauner gesagt hat, sie hätte ja nicht richtig Fälle. Richtig. Die Begründung gegenüber der Waiblinger Kreiszeitung, warum das nicht stattgefunden hätte, würde daran liegen, dass ich kein wirkliches Interesse gezeigt hätte an der Vernehmung. Er hätte mir das angeboten. Er hätte mir erklärt, dass es ein rechtliches Gehör geben wird. Also das ist tatsächlich frei erfunden. Der Herr Rauner hat dann bei der Protokollierung von der Vernehmung, die Staatsschutzseite war zu dritt, ich war allein, der Herr Rauner hat dann versucht zu diktieren, dass ich jetzt endlich aussagen wolle. Daraufhin habe ich gesagt, wenn wir so anfangen, können wir gleich aufhören, dann gehe ich jetzt wieder und schreibe direkt an die Staatsanwaltschaft, was ich zu sagen habe. Ich bestehe auf meine Formulierung, das ist meine Vernehmung und nicht seine. Also ich sage, was ich zu sagen habe und nicht er. Ich habe das dann richtig gestellt und es wurde dann auch so aufgenommen. Da waren Sie dann dort? Da war ich dort. Wann war das? Das war ungefähr. Also in Aalen oder in Waiblingen hier bei der? In Waiblingen. Bei der Polizei? Richtig. Muss ich im Terminkalender gucken, wann das war. Es war am 27. Juni. Das Gespräch ging über knapp 3,5 Stunden. Also Gespräch, die Vernehmung. Ich habe das dann richtig gestellt und habe gesagt, dass ich seit Wochen versuche, hier eine Aussage zu machen, die schriftlich festgehalten wird und dass es bisher erfolgreich verhindert wurde, vor allem von dem beauftragten Sachbearbeiter, der vom Herrn Rauner angeblich da beauftragt wurde. Wenn ich mit dem telefoniert habe, das letzte Telefonat, was ich mit dem hatte, war kurz vor der Podiumsdiskussion in Rudersberg, die da stattfand. Die war wann? Die war am 5.6. Da hat er 2 Tage zuvor, hat er mich da angerufen, offensichtlich hat er da mitgekriegt, dass das stattfindet und erklärte mir am Telefon, er hätte da noch eine ältere Notiz von seinem Chef, dass er mit mir Kontakt aufnehmen soll wegen einer Aussage. Ich habe dann nachgefragt, ich würde gern wissen, ganz konkret wissen, wie alt diese Notiz denn sei. Also die war 4 Wochen alt. Aber das Ganze wäre ja unsinnig, denn er würde ja schon alles wissen. Es wäre nicht notwendig. Das wiederum hat er wohl, der Herr Rauner, im Gespräch mit dem Zeitungsverlag Waiblingen dahingehend verrät, wie war
bis jetzt. Dass er das Datum schon mal falsch gesagt hat, das hat er einfach einen Monat zurückdatiert. Zumindest steht so in Ihrem Bericht. Und sein Mitarbeiter hätte festgehalten, dass im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Vernehmung verzichtet worden sei. Das ist ein völliger Blödsinn. Ich habe immer gesagt, ich habe Hintergrundinfos, die ich loswerden will. Ich habe auch vorgegeben, dass ich nur bereit bin, diese Vernehmung zu machen, wenn an das Vernehmungsprotokoll meine Anlage, die ich fertigen werde, mit beigeheftet wird. Da wollte er mir zunächst klar machen, dass das unüblich sei. Da habe ich dann aber unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass es dann keine Vernehmung geben wird, wenn das nicht so stattfindet, sondern dass ich es dann eben schriftlich mache, direkt an die Staatsanwaltschaft. Dann ging es dann plötzlich. Also ich habe 16 Seiten Anlagen mit dazu, zum Teil mit Bildmaterial. Kann man über diese konkreten Hinweise, die Sie in Richtung Täter zu haben glauben, was sagen? Also ich habe keine Hinweise in Bezug auf Täter, sondern ich habe Hinweise auf Personen, die in den letzten Jahren mir gegenüber auffällig waren und mir gegenüber sich auch entsprechend feindlich verhalten haben oder bei denen es aufgrund von unserer Berichterstattung und unserem Bildmaterial wohl zu Verurteilungen kam. Also Verurteilungen von rechten Schlägern. Waren diese Personen dann auch solche, die bei den autonomen Nationalisten wieder waren oder beteiligt? Wissen Sie das? Da gab es von meiner Seite aus auch Hinweise und auch ein Foto. Um wen es sich bei den autonomen Nationalisten handeln könnte? Mutmaßlich, ja. Weil es da ging es um eine Kundgebung, Solidarität mit den Seebrücke-Aktivisten, die einen Tag nach einem Farbanschlag, also ich habe die Seebrücken-Kundgebung angekündigt, dass sie in Backnang stattfindet, und daraufhin gab es einen Tag vor der Kundgebung einen Farbanschlag. Also offensichtlich gibt es Ermittlungsansätze, nur leider nicht von der Polizeiseite. Die Polizei sieht keine Ermittlungsansätze. Wobei es, denke ich, eine völlig normale Sache ist, dass wenn jemand eine Morddrohung kriegt, dass er befragt wird, ob es Personen gibt, die einem feindlich gegenüber eingestellt sind. Ist eigentlich eine völlig logische Frage, finde ich. Ja, aber das hat da niemand interessiert. Und ob es jetzt jemand interessiert, nachdem ich es zu Papier gebracht habe, wage ich doch auch noch zu bezweifeln. Weil es gibt ja Parallelgeschichten, heute groß in der Meidlinger Kreiszeitung, der Fall von Luigi Pantisano. Da hat er, der hat also auch eine Morddrohung erhalten und da hat die Staatsanwaltschaft das zunächst eingestellt, nur weil er entsprechend sich beschwert hat, mit Hilfe eines Rechtsanwalts, wurde das dann doch wieder aufgegriffen. Und ich gehe mal davon aus, dass es bei mir ähnlich sein wird. Also das Interesse einer Aufklärung von solchen Fällen, habe ich den Eindruck, ist relativ gering. Also zumindest in Baden-Württemberg, wie es woanders aussieht, hat ja der Herr Schwarz vorher, als wir uns unterhalten haben, schon was anderes berichtet. Dass es in anderen Bundesländern wohl ein bisschen anders ist. Ja, dazu kann ich auch noch was ganz aktuell sagen. Ich habe gestern in der Nähe von meinem Haus, konkret ungefähr 50 Meter von meinem Haus weg, im Vorbeifahren gesehen, dass da neue Aufkleber verklebt wurden,
wie gesagt, nur im Vorbeifahren. Ich habe heute davon Fotos gemacht, haben wir es genau angeguckt, als ich auf dem Weg hierher war. Also sie haben jetzt wieder rechte Propaganda verklebt und ich bin sicher, dass es ihnen nicht um die rechte Propaganda geht, sondern einfach um ihr zu signalisieren, wir sind da. Ja, und das sind einfach so Dinge, ja. Die Polizei sagt zwar, sie würden verstärkt Streifen fahren, ich habe sie auch schon gesehen. Bei Ihnen ums Haus quasi. Ja, macht natürlich wenig Sinn, tagsüber Streife zu fahren, denn die kommen nicht tagsüber. Ich habe sie allerdings auch schon einmal nachts, habe ich es mitbekommen, dass sie da waren. Aber dann eben auch relativ dilettantisch aus meiner Sicht, sodass sie nämlich direkt vor meinem Haus, vor der Haustür parken, was zur Folge hat, dass mein Hund bellt, was wiederum zur Folge hat, dass ich aufwache und denke, scheiße, jetzt sind sie wieder da. Ja, und dann feststellen muss, es ist die Polizei, die vor der Tür steht. Sie könnten ja auch ein paar Meter weiter fahren und dann einfach stehen bleiben und gucken, ob was passiert. Aber offensichtlich kommen sie auf die Idee nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Streifen, diese Aufkleber nicht registrieren, weil sie einfach nicht entsprechend geeicht werden, auf was sie gucken sollen, sondern da wird eben gesagt, fahrt Streife und guckt hier, war Fahrbeinschlag, Morddrohung. Ja, da steckt einfach keine Ernsthaftigkeit dahinter. Warum muss ich feststellen, dass die kleben? Warum kann das die Polizei nicht feststellen? Ich habe darum gebeten, dass man mein Hausvideo überwacht. Daraufhin habe ich von dem Sachbearbeiter, der bisher die Vernehmung so erfolgreich verhindert hatte, habe ich dann mitgeteilt bekommen, dass das nicht gehen würde, weil ich da ja zustimmen müsste. Weil da fällt einem dann eigentlich nichts mehr ein. Ich habe das angeregt und er sagt, es geht nicht, weil ich ja zustimmen müsste. Ich sage, ja, alles klar, wo muss ich unterschreiben? Wo ist das Problem? Ich bin einverstanden. Sie dürfen rund um die Uhr mein Haus überwachen. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ein paar Tage später bekomme ich dann die Nachricht, man hat es geprüft und die Staatsanwaltschaft hätte das abgelehnt. Mir persönlich ist zwar neu, dass der Staatsanwalt es zu entscheiden hat, ich denke, das entscheidet ein Richter, aber das war die Erklärung. Aus der Serie von Holzstapelbränden weiß ich, dass es da auch eine andere Sicht der Dinge gibt, denn da haben sie privat per Video öffentlich zugängliche Stellen überwacht und da kam bei Ihnen in der Waiblinger Kreiszeitung ein Bericht darüber, dass der Anwalt derjenigen, die das veranlasst haben, dazu Stellung genommen hat. Und der hat gesagt, es stimmt so nicht, dass man grundsätzlich nicht filmen darf. Man muss nur ein berechtigtes Interesse haben und ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn davon auszugehen ist, dass Straftaten da stattfinden. Und das ist bei mir zweifelsohne der Fall. Also wenn man hier was machen wollte, dann wäre das überhaupt kein Problem, aber offensichtlich will man nicht. Und da kann ich nur mutmaßen, warum das so ist. Weil es nicht gerade ein neues Phänomen ist, es war schon Anfang der Nuller ziemlich stark und auch medial berichtet. Da haben Sie da eigentlich das Gefühl, dass da in den Reaktionen der Polizei Kontinuität, so hat sich da was geändert und wenn, dann in welche Richtung? Also dass es diese Aktivitäten der Rechten gibt, ist natürlich klar, ja. Haben wir ja auch immer wieder darüber berichtet und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da wirklich ernsthaft dagegen vorgegangen wird oder ermittelt wird. Denn eins ist klar, schon allein vom Schriftbild her sieht man, dass das immer die gleichen sind.
Es gibt einzelne Buchstaben, die eindeutig von der gleichen Person an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Orten angebracht wurden. Und in der Regel ist auch ihr Kürzel mit dabei, dieses ANRM. Meine Farbanschläge sind schon für mich was Schlimmes. Ja, man fühlt sich relativ ausgeliefert und man weiß nicht, was das Nächste ist, was sie machen. Bei den Farbanschlägen war es jedes Mal so, dass eine Steigerung drin war. Also sie haben immer noch eine Schippe draufgelegt. Und natürlich unterhält man sich da innerhalb der Familie und im Kollegenkreis drüber, was einfach dann wohl als Nächstes kommt. Und da hatte ich schon Befürchtungen, dass sie vielleicht eben dann mal das Auto anzünden. Ja, eine Morddrohung hatte ich da nicht gedacht. Da meine ganze Familie da ja auch mit genannt wird. Sagen Sie schnell, was ist Ihre ganze Familie? Also es wurde in dem Mail ausgeführt, dass man die Familie der Ausrottung anheimstellt. Ja, Frau, Kinder oder was? Genau. Frau und zwei Kinder. Dass auf Freunde, alle, praktisch die ganze Familie und auf Freunde und Kollegen sei keine Rücksicht zu nehmen. Und die Aktivisten würden über einen sicheren Kanal über meine Gewohnheiten informiert werden. Und man stellt denen anheim, es nachts zu tun, per Brandanschlag. Das erschreckt einen natürlich. Also ich bin jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass ich ein Weichei wäre. Ich bin relativ hart im Nehmen, aber das setzt mir zu. Das war auch der Grund, warum ich dann danach schriftlich beim Staatsschutz angefragt habe, was es für Möglichkeiten der Schutzbewaffnung für mich gibt. Also sprich, einmal zu Hause, einmal wenn ich unterwegs bin privat und wenn ich unterwegs bin beruflich. Ein paar Tage später habe ich den Anruf von dem besagten Sachbearbeiter gekriegt. Das würde nur der Chef beantworten können, der wäre gerade im Urlaub. Und ich kriege dann irgendwann Bescheid. Der würde da sicher dann mir mitteilen, was da geht. Nach meiner Erinnerung ungefähr 2 Wochen, also normal, wenn jemand im Urlaub ist, hat er sich dann telefonisch gemeldet. Also nicht schriftlich, obwohl ich schriftlich angefragt habe. Und hat mir mitgeteilt, dass er sich damit nicht auskennen würde. Aber selbst wenn er sich auskennen würde, dürfte er mir nichts sagen, weil das nämlich eine unerlaubte Rechtsberatung wäre. Aber er könnte mir einen guten Tipp geben, ich soll doch zur Roten Hilfe gehen. Als ich dann doch mehr oder weniger darüber gelacht habe, hat er gemeint, er könnte mir noch mal einen Tipp geben, ich soll doch zu Waffenhändler gehen. Weil Waffenhändler würden sich bestens auskennen damit, was ich darf und was ich nicht darf. Das war der Sachbearbeiter oder der Chef? Nee, das war der Chef. Das war der Bernd Rauner. Also zunächst hat mich das, ehrlich gesagt, etwas schockiert. Vor allem will ich eigentlich nicht mich von Waffenhändlern beraten lassen. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich eine sachliche, fachlich richtige Auskunft von der Kripo erhalte. Ich sehe das absolut nicht als unerlaubte Rechtsberatung, denn es gibt ja auch eine Präventionsstelle von der Kripo, die waren schon mal bei mir und die haben mir alles Mögliche gesagt, was ich darf und nicht darf vor allem. Also dann wäre das ja auch unerlaubte Rechtsberatung, also das ist ein Blödsinn, auf gut Deutsch gesagt. Das nehme ich ihm so nicht ab. Ich habe daraufhin tatsächlich bei Waffenhändlern angerufen und musste feststellen, dass die sich tatsächlich sehr gut auskennen. Ja, aber ich habe den Schritt letztendlich dann doch nicht getan. Ich bin nicht dorthin, denn das wäre notwendig, um sich da beraten zu lassen. Das machen die natürlich nicht am Telefon.
Wir haben nur ein paar Eckpunkte gesagt, was also geht, ganz grob, und was nicht geht, aber dass man das konkret eben besprechen müsste. Wenn es soweit ist, dass ich mich bewaffnen muss, um mich zu schützen, dann frage ich mich, für was ich eine Polizei brauche. Dann sollen die klar sagen, dass sie es nicht machen. Warum auch immer, ist mir eigentlich wurscht, warum. Dann sollen sie sagen oder erklären, dass sie nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, mich zu schützen. Dann weiß ich, was Sache ist. Aber die sagen ja, sie schützen mich, indem sie den Streifenwagen vorbeischicken. Also das ist einfach nur lächerlich. Hätte ich die Möglichkeiten, was die Polizei hat, wären die Farbschmierer auf jeden Fall schon dingfest gemacht. Denn die sind nicht nur bei mir, die sind im ganzen Rems-Murr-Kreis aktiv. Es gibt gewisse Hinweise, wo die wohl ansässig sein werden. Das ist auf jeden Fall im Raum Wagnern. Und auf dieser besagten Seebrückenkundgebung wurde mir von Leuten zugerufen, die drei gehören dazu, also nicht etwa zu an meinem Haus, sondern die hier im Kreis schmieren. Daraufhin habe ich meine Kamera angesetzt auf die, wo die gemerkt haben, dass ich aufmerksam auf sie geworden bin, sind sie geflüchtet. Ich habe Fotos von ihnen von hinten. Sie sind in die Bibliothek in Wagnern geflüchtet. Mein Kollege ist ihnen hinterher. Ich bin draußen geblieben, falls sie wieder rauskommen. Und sie sind über den Hinterausgang dann abgehauen. Das hat man mir dann später erzählt, dass es da einen Hinterausgang gibt. Diese Fotos, die ich gemacht habe, auch im Gebäude drin, habe ich auch dem Staatsschutz zur Verfügung gestellt.